ein MotoGP-Kracher in Spielberg, das heute leider nicht. Warum wir heute eines der uninteressantesten Rennen der letzten Jahre erlebt haben, das klären wir jetzt. Der Red Bull Ring hat uns in den letzten Jahren viele unvergessliche Rennen geliefert. Marc Marquez gegen Andrea Dovizioso, das gab es mehrmals. Marc Marquez gegen Jorge Lorenzo. Der unglaubliche Dreikampf Miguel Oliveira gegen Paul Espargaró und Jack Miller in der letzten Kurve. Die irre Fahrt von Brad Binder mit Slicks im Regen. All diese Momente durften wir in den letzten Jahren hier erleben. Aber das heute, das war wie gesagt kein großer Klassiker. Warum das so war, darüber gibt es im Fahrerlager unterschiedliche Meinungen. Wir haben uns bei der Fahrer ein bisschen umgehört. Zwei große Faktoren kristallisieren sich da aber auf jeden Fall heraus. Der erste ist die neue Reifendruckregel. Die ist ja eigentlich mit Silverstone in Kraft getreten, jetzt aber zum ersten Mal hier richtig in Erscheinung getreten, muss man sagen. Die besagt ja, dass es jetzt wirklich eine Mindestdruckgrenze gibt, an die sich die Fahrer und Teams halten müssen. In der Vergangenheit gab es da ja keine Strafen dafür. Jetzt gibt es diese Strafen. Das bedeutet, dass die Fahrer mit deutlich mehr Druck als sonst ins Rennen gehen. Und wenn man dann hinter einem anderen Fahrer festhängt bzw. den verfolgt, dann steigt die Temperatur am Reifen relativ schnell, weil es eben keine kühle Luft vorne auf den Vorderreifen drauf gibt. Die Temperatur steigt, der Druck steigt und die Motorräder werden somit fast unfahrbar. Und das ist natürlich absolutes Gift für gutes Racing. Die Fahrer haben lange davor gewarnt. Es ist jetzt tatsächlich so gekommen, wie sie es befürchtet haben. Der zweite Faktor ist die Strecke hier. Wie gesagt, Red Bull hat uns viele tolle Rennen gebracht, aber wenn man sich das Layout ansieht, muss man sagen, ist es eigentlich eine Strecke, die alles andere als prädestiniert ist für gutes Racing. Liegt am Charakter der Strecke, sehr viel Stop and Go, harte Bremspunkte, darauf lange geraden, das ist eigentlich immer etwas, was das Feld auseinanderzieht, was somit eben für wenige Zweikämpfe sorgt, und das genau haben wir heute gesehen. Ist natürlich auch nochmal verschärft worden durch die Hinzunahme der Schikane im Vorjahr, wo es jetzt nochmal einen zusätzlichen Bremspunkt und eine zusätzliche Beschleunigungszone gibt. Also das Ganze verschärft es nochmal weiter. Aus Sicherheitsgründen ist die Schikane natürlich super, aber fürs Racing muss man sagen, ist es eher Gift. Einen Kritikpunkt hat dann heute auch noch Franco Morbidelli platziert. Der war als Elfter einer der Protagonisten in den Mittelfeldkämpfen und der hat gesagt, da muss man schon auch die internationale Bildregie ein bisschen in die Pflicht nehmen. Denn, was haben die gemacht heute? Die haben in der Spitze gezeigt, wo eigentlich nichts passiert ist, aber er hat gemeint, im Mittelfeld, da ging es doch ganz gut ab. Und er hat gesagt, da sind auch unglaubliche Fahrer dabei. Da ist ein Marc Marquez, achtmaliger Weltmeister, da ist ein Fabio Quartararo, vor zwei Jahren MotoGP-Weltmeister. Und die rackern da ordentlich, die kämpfen dort ordentlich. Und da sollte man vielleicht davon ein bisschen mehr zeigen. Er hat gemeint, die Formel 1 zum Beispiel macht das besser. Da sieht man die Mittelfeldkämpfe deutlich öfter im TV-Bild. Also vielleicht muss man auch da ein bisschen nachlegen. Bin ich bei ihm, muss man sagen. Muss aber auch dazu sagen, die Formel 1 hat vielleicht mit Rennen, die an der Spitze weniger spannend sind, ein bisschen mehr Erfahrung als die MotoGP. Also vielleicht muss man da einfach ein bisschen mehr Zeit geben. War auf jeden Fall schade, dass die über 93.000 Zuschauer heute hier in Spielberg kein besseres Racing zu sehen bekommen haben, denn die Fahrer waren sich einig, stimmungstechnisch und organisationstechnisch ist das ja ganz große Klasse in Österreich, aber das Racing, das war leider heute ein bisschen Mangelware. All das soll aber die Leistung des gestrigen und des heutigen Siegers nicht schmälern. Francesco Bagnaia hat heute einen wirklich dominanten Sieg gezeigt hier, über 5 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Brad Binder. Das sind Vorsprünge, wie wir sie in der modernen MotoGP eigentlich nur noch ganz, ganz selten sehen. Pecco Bagnaia hat an diesem Wochenende den Sprint und das Hauptrennen vom Start bis ins Ziel durchgehend angeführt. Zweimal klarer Start- und Zielsieg. Also das gibt es in der MotoGP auch nicht oft zu sehen. Schon überragend, was er da abzieht. Und Fabio Quartararo, sein ja, in den letzten Jahren großer Rivale, hat heute sogar gemeint, für ihn ist Francesco Bagnaia aktuell der Max Verstappen der MotoGP. Ganz so dramatisch, wie wir es noch nicht sehen. Also so groß ist Dominanz vielleicht noch nicht. Aber man muss schon sagen, es ist extra klasse, was er abzieht. Natürlich, er sitzt auf dem besten Bike, das ist keine Frage, aber dass der Fahrer da schon noch den Unterschied macht, zeigt das Resultat der anderen Fahrer auf der Ducati GP23. Heute Jorge Martin auf Platz 7, Enea Bastianini auf Platz 10, Joan Zarco auf Platz 13, das ist alles andere überragend, und Francesco Bagnaia eben in Führung liegend ganz klar mit 5 Sekunden Vorsprung gewonnen. Ein zumindest kleines Erfolgserlebnis durfte heute auch Marc Marquez verbuchen. Erste Zielankunft an einem Rennsonntag seit dem Sepang Grand Prix 2022. Fast 10 Monate ist das her. Das Ganze hat aber eher statistischen Charakter, muss man sagen, denn wirkliche Fortschritte an diesem Wochenende gab es in technischer Hinsicht nicht. Platz 12 heute, aber das technische Paket hat sich zwar verändert durch die Hinzunahme des neuen Aero-Pakets, das man homologieren hat lassen, aber wirkliche Fortschritte sind damit nicht gelungen. Marc Marquez und auch die anderen Honda-Piloten sind sich einig, bringt gewisse Vorteile, weniger Wheelie zum Beispiel, bringt aber auch gewisse Nachteile. Der Wheelspin, ja auch ein großes Problem, das man bei Honda seit längerer Zeit hat, der wird eher noch schlimmer dadurch. Also man dreht sich da nach wie vor ein bisschen im Kreis, wirklich nach vorne geht da nichts. Und
besonders bitter. Johann Mir hat uns heute erklärt, der Red Bull Ring ist noch bei weitem nicht die schlechteste Strecke für Honda. Er hat gemeint, in 2 Wochen in Barcelona, lange Kurven, schlechter Grip, da werden wir noch viel mehr leiden. Er hat nur gemeint, er wünscht sich selbst viel Glück. News haben wir noch vom Fahrermarkt, der Wechsel von Johann Sarkoff von Pramac Ducati zu LCR Honda. Der ist in trockenen Tüchern, ist heute unterschrieben und offiziell verkündet worden. Johann Sarkoff hat für 2 Jahre unterschrieben bei Honda mit Option auf Verlängerung. Bei Ducati wollte man ihm ja nur 1 Jahr in der MotoGP anbieten und dann eben den Wechsel in die Superbike-WM. Das wollte Johann Sarkoff nicht, ist aber laut ihm nicht der einzige Grund, warum er sich für den Wechsel ins Honda-Lager entschieden hat. Er hat auch gemeint, das ist eine große Challenge, die da auf ihn wartet. Ganz klar, er wechselt vom wahrscheinlich besten Bike auf das wahrscheinlich schlechteste Bike der MotoGP. Aber er hat gesagt, gerade auf diese Challenge hat er Bock. Vor allem auch, weil es ja 2019, als er auf die KTM gewechselt ist, damals noch kein konkurrenzfähiges Bike, da hat er das übel vermasselt. Er hat gesagt, jetzt ist er deutlich reifer, deutlich erwachsener und er traut sich jetzt zu, da Honda wirklich aus der Krise helfen zu können. Das war's mit unserer Analyse zum Grand Prix von Österreich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr es ist, natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, unseren Kanal abonnieren und am besten auch gleich die Glocke läuten. Und dann gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir hier neue Videos haben. Ist natürlich die Tage schon wieder soweit und dann in 2 Wochen geht's weiter. Katalonien Grand Prix in Barcelona. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.